so weiter und so fort. Dort die energetischen Standards, wenn man sich die Gebäude anschaut, wie sie erhalten sind, auch 30, 40 Jahre danach, dann muss man sagen, das ist nachhaltig mit einer hohen Qualität gebaut worden. Ich habe zum Peter Schmal gesagt, schade, dass er nie größere Siedlungen entwickelt hat. Er hat ja an einigen Wettbewerben teilgenommen. Peter meinte, vielleicht ist es auch ganz gut so, so bleibt die Genialität erhalten, mit der er letztendlich die einzelnen Gebäude verkörpert und umgesetzt hat. Da ist sicherlich was dran. Ich habe es angesprochen, wir reden heute viel über Nachhaltigkeit, gesagt aus meiner Sicht oft eindimensional, werden zum Beispiel Bauarbeiten als nachhaltig bezeichnet, die moderne Technik haben mit dem Lebenszyklus des Gebäudes, der aber vielleicht doch noch etwas zu kurz kommt. Da ist der Blick sehr stark auf die Technik. Bei Hans Bienefeld finde ich, wenn man sich das kurz anschauen mag, ich gehe sicherlich nochmal die nächsten Tage da drüber, finde ich, ist der Schwerpunkt ein anderer, der gesetzt wurde. Und es zeigt vor allem, es geht auch anders, weil wir heute tatsächlich immer nur in die eine Richtung diskutieren, wenn wir über Nachhaltigkeit von Gebäuden reden. Hans Bienefeld hat Gebäude geschaffen, die wirklich nachhaltig sind. Sie sind in Würde gealtert, finde ich, haben Patina angesetzt, sind aber heute noch funktional benutzbar, genauso wie sie erschaffen worden sind und wirken aufgrund der hochwertigen Materialien heute noch frisch. Ich sehe meine Aufgabe als Planungsdezernent ja unter anderem auch darin, bei der Stadtentwicklung nachhaltige Politik im umfassenden Sinn auch zu gestalten. Nicht nur eindimensional einen bestimmten Aspekt zu betonen, sondern Stadt, Landschaft, Bauen und Grün als sich ergänzende Teile zu begreifen. Die lebenswerte Stadt der Zukunft, wird ja oft diskutiert, ist eben auch die 15-Minuten-Stadt, das heißt auch die funktionale Durchmischung, dass man überall schnell ist und alles relativ flott und schnell erreichbar ist. Aber am Ende ist Frankfurt und das haben Städte eben auch an sich niemals fertig, sondern entwickelt sich permanent weiter. Ich finde es immer hochinteressant, auch angesichts der Diskussionen der heutigen Zeit, wenn man sich den Schwarzplan von Frankfurt anschaut, wie er sich seit Ende des 19. Jahrhunderts bis heute weiterentwickeln hat, dann merkt man, die Trabantenstädte von damals sind heute die Kernstadt, die Innenstadt. So hat sich eben Frankfurt peu à peu weiterentwickelt. Städte leben eben auch vom Überschuss und entwickeln sich über den Überschuss. Ich bedauere etwas, dass Hans Bienefeld nicht auch, ich habe es angesprochen, größere Wohnbaugebiete entwickelt hat. Er hat ja, wenn man sich das anschaut, an einigen Wettbewerben teilgenommen. Ich finde durchaus auch interessant, weil dann durchaus auch die Frage der städtebaulichen Qualitäten zu sehen sind, auch die Einbettung in einer größeren Dimension, wurde nie umgesetzt, zum Beispiel vielleicht auch mit einer Wohnungsbaugesellschaft. Das ist ja etwas, was wir heute auch nochmal versuchen, die städtebaulichen, architektonischen Qualitäten mit der Nachhaltigkeit zu verbinden. Denn so manches Wohnhaus dauert von Baubeginn bis zum Einzug heute 5 Jahre. Das setzt einige Bauherren durchaus in Unruhe. Und ich muss zugeben, mich versetzt es auch in Unruhe, wenn Planungen dann so lange dauern. Ich habe mich gefragt, ob Hans Bienefeld dann die Geduld gehabt hätte, 5, 6, 7, 8 Jahre mit den Bauherren teilweise Aspekte zu diskutieren, die er sicherlich für nicht angebracht in der Qualität gehalten hätte und sicherlich auch in der heutigen Diskussion angesichts von einigen ökonomischen Drucks, den wir haben, auch nicht für sinnvoll. Aber ich finde, wer Qualitäten umsetzen will, der hat eben auch ein ganz klares Bild und einen ganz klaren Blick von dem, wie Architektur und Qualitäten aussehen. Und ich finde, das sehen Sie in der Ausstellung auch sehr gut. Es ist ein ganz klares Bild, dass er, glaube ich, ich durfte ihn nie kennenlernen, aber ich kann mir vorstellen, auch mit einer gewissen Vehemenz durchgesetzt und umgesetzt hat. Und das ist auch gut so. Aber wenn die Gebäude dann fertig waren, dann blieben sie auch stehen. Bienefelds Bauten altern hervorragend. Nach 40 Jahren, ich habe es angesprochen, stehen sie immer noch perfekt in ihrer Umgebung. Und nur der echte, nicht vorgehangene Backstein muss ab und an geputzt werden. Ich liebe Backstein, das muss man ja auch dazu sagen. Ich finde, man müsste heute viel öfter auch Backstein nutzen und auch Backstein tatsächlich umsetzen in der Architektur. Wir hatten durchaus auch Wettbewerbe bei Hochhäusern, wo du einfach merkst, es ist nochmal eine andere Anmutung. Das schafft ein Stück weit auch ein Unikat und nicht eine so starke Art von uniformiert sein, wie es teilweise die Gebäude heute haben. Deswegen finde ich, Backstein wertet oft Gebäude auch nochmal auf. Das könnte man tatsächlich auch nochmal stärker nutzen. Die Häuser von ihm sind einfach schön und zeitlos. Ich sage ja immer, wenn man über Architektur redet, ich finde es immer hochspannend, wenn dann Einzelpersonen aufstehen und sagen, das ist Schönheit, weil natürlich über Schönheit sich streiten lässt. Schönheit ist was Objektives, selten subjektiv. Aber ich muss sagen, es sind schöne Gebäude, die man sich da anschauen kann und vor allem zeitlos. Trends sind ja immer dazu da, sie mitzumachen, sie vergehen aber auch wieder. Zeitlose Geschichten halten sich über Jahrzehnte
Und ich finde, das macht auch letztendlich die Architektur und machen die Gebäude von Heinz Bienenfeld aus. Mehr Ziegelbauten mit Sichtbauwerk könnten wir uns auch durchaus heute vorstellen. Siehe unser Gebäude Kurt-Schumacher-Straße, wo ich drin arbeiten darf. Ich finde ein tolles Gebäude, aber auch die neue Römerstadtschule beispielsweise sind auch so entworfen und werden so umgesetzt bzw. umgesetzt worden. Aber auch die Kita Drachenburg im Ostend. Und ich finde, alles in allem sind es tolle und schöne Gebäude. Aufgefallen ist mir außerdem, dass Heinz Bienenfeld noch ein Architekt mit klassischer Ausbildung war. Er hat viel an Modell gearbeitet. Nicht 3D, sondern an echten Modellen, wenn man sich hier auch vor allem eher untypische Modelle, die man eigentlich heute so gar nicht mehr kennt, was ich auch bei der heutigen Projekten sehr schätze, wenn man einfach nur eine Visualisierung hat und zwar nicht nur am Computer, sondern tatsächlich sich beispielsweise beim Einfügen eines Gebäudes, eines Hochhauses auch vorstellen kann, nämlich es geht nie um das einzelne Gebäude, es geht ja immer um die Frage, wie bettet sich ein solches Gebäude in den öffentlichen Raum und seine Umgebung ein und wie verändert das es auch? Und es kann sowohl positiv als auch negativ sein. Deswegen hilft es mir eben auch sehr gut für mein Urteil. Am Modell lässt sich dann auch stadträumlich Qualitäten tatsächlich erahnen und besser beurteilen. Deswegen schätze ich durchaus heute noch die Zusammenarbeit mit Architektinnen und Architekten, mit Planungsbüros, die stark damit arbeiten, weil es mir eben auch im Urteil hilft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Besuch der Ausstellung. Dem DAMP nochmal ganz herzlichen Dank für diese Ausstellung und hoffe, dass wir noch weitere Debatten über Qualitäten, Nachhaltigkeit und guten Städtebau und Architektur bekommen. Da kann diese Ausstellung helfen. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und gute Ausstellung. Ja, vielen Dank, Mike Josef. Die Frage stellt sich ja, wie kommt es, dass das DAMM wieder eine Heinz-Bienenfeld-Ausstellung macht? Es ist ja nicht so, dass wir unsere Themen alle 20 Jahre wiederholen. Eigentlich nicht, aber diesmal schon. Die letzte war 99 von Wolfgang Vogt, hier im Hause über drei Geschosse, Erdgeschoss, erste und das oberste Geschoss. Jetzt ist es im ersten Stock. Und natürlich stellt sich die Frage, wie kamen wir auf die Idee, es wieder zu tun? Nun, ich würde mal behaupten, es waren die Studierenden, die uns angetrieben haben, nämlich die vielen Anfragen von verschiedenen Hochschulen nach Bienenfeld-Material, nach Bienenfeld-Adressen, nach Ideen und Hinweisen und nach Blicken ins Archiv. Und wie wir merkten, ist die jüngere Generation interessiert. Wir wissen nicht ganz genau, warum. Und als dann schließlich die Redaktion vom Magazin in Tokio A&U ein Sonderheft machte unter der Ägide von Wilfried Wang, der Direktor, der damalige Direktor 99, der die Ausstellung auch verantwortete, und uns schließlich als Dank ihrer Recherchen auch etliche Einzelexemplare, die man bei uns kaufen kann, hinterlassen hat, haben wir darüber nachgedacht, wenn die Nachfrage von unten so hoch ist, können wir sie eigentlich befriedigen und dieses Thema noch einmal bringen. Gleich wird das Kuratorenteam erklären, was der Unterschied ist von damals zu heute. Und man muss natürlich sagen, 20 Jahre später, wie ist der Blick auf Heinz Bienenfelds Werk heute, wenn es an den Hochschulen nur unter der Hand weitergeleitet wird, aber nicht wirklich gelehrt wird. Das ist natürlich hochinteressant. Zu dem Punkt Zeitlosigkeit ein Hinweis. Also ich finde, Heinz Bienenfelds Arbeit ist gar nicht so zeitlos, vielleicht in der Qualität zeitlos, aber man sieht ganz genau, in welchem Jahrzehnt welches Gebäude gemacht worden ist. Das heißt, die Einflüsse, die in der Welt waren, die haben auf sein Werk zurück beeinflusst worden, haben eingewirkt auf das Werk. Auf einmal treten Glasfassaden auf einmal treten Metallkonstruktionen auf und die werden dann kontrastiert mit dem Ziegel, immer dem Ziegel, aber in anderer Form. Und das ist hochspannend zu sehen. Man sieht schon Anklänge an Schattner, man sieht schon Scapa im Hintergrund, nicht nur die römischen Vorbilder, also oder palladianischen Vorbilder. Also man merkt dem Werk an, dass es gewisse Zeitgenossen gibt, die Einfluss auf Heinz Bienenfelds Werk hatten. Das ist hochspannend zu sehen. Und damals, 99, Wolfgang Vogt hatte die Ausstellung kuratiert, war Heinz Bienenfeld leider schon gestorben. Das war sehr traurig, denn auf der großen Reise zu seinen Werken mit der Presse durfte ich als nicht
noch nicht DRM-Mitarbeiter als Pressevertreter teilnehmen und es war sehr beeindruckend. Und wie ich von den heutigen Kuratoren höre, sind die gleichen Werke heute immer noch sehr beeindruckend, was sehr schön ist, denn das glaube ich gerne. Wir haben einen Fotografen mitgeschickt, die Fotos sind fantastisch. Ich möchte aber an dieser Stelle ein paar Worte des Danks aussprechen. An erster Linie natürlich an den Kurator Philipp Sturm und die Co-Kuratorin Katrin Nagel für eure Arbeit. Das ist wirklich prima geworden. Und dass ihr euch eingearbeitet habt und unsere ganzen Verschiebungen gut verschmerzt habt. Wegen der Pandemie haben wir alles verschoben, auch diese Ausstellung mehrfach. Ja, ansonsten Feigenbaum. Die Designer aus Frankfurt, die Publikation und die Ausstellung designt haben. Vielen Dank. Vielen Dank an unsere Öffentlichkeit, Britta Köhler, Anna Wegmann, an die Kuratorin der Architekturvermittlung Rebecca Kremershoff, den Registrar Wolfgang Welker, die Sammlungsleitung Katja Leiskau, Modellrestaurator Christian Walter hatte viel zu tun, Sie werden es sehen. Plastilinmodelle sind was ganz Spezielles. An die Papierrestauratorin Paula Argomeno, an die Bibliothek Christiane Eulig, Sekretariatverwaltung Inka Blechati, Jacqueline Brauer, der Aufbau unter der Leitung von Christian Walter und die Haustechnik Milan Dejanov, Joachim Müller-Rahn. Schließlich die Leihgebers Gisela Norbert Heinze aus Köln, die auch hier sind. Und damit möchte ich doch weitergeben an Philipp Sturm. Bitte sehr. Lieber Mike, lieber Peter, liebe Familie Bienefeld, ja, hier darf man es ja abmachen. Sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen. Es ist schön, endlich hier zu stehen. Ich habe noch keine Ausstellung verantwortet, die so häufig verschoben wurde. Aber wir kennen das mittlerweile ja alle irgendwie. Und die Situation jetzt an die Bildschirme draußen. Wir sitzen hier in dem Auditorium von Oswald Matthias Ungers zu 25. mit 1,5 Meter Abstand. Das wollte ich nur mal so sagen, damit Sie so eine Vorstellung haben, wie das Ganze hier heute aussieht. Nun habe ich so ein bisschen das Problem, aber das kriege ich hin, dass ich mit dem Chef nicht abgesprochen habe, was wir reden. Deshalb mache ich es so ein bisschen kürzer. Also mehr als ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Heinz Bienefeld verstorben ist und im DRM wir uns erneut mit seiner Architektur befassen. Bienefeld wird in Frankfurt nun zum dritten Mal geehrt und gewürdigt, 1999 von Wolfgang Vogt, Wilfried Wang und Marietta Andreas auf 4 Etagen, den gesamten Bienefeld. Und diese große Retrospektive hat auch einen umfangreichen Katalog, der mittlerweile vergriffen ist, aber als Standardwerk gilt. 17 Jahre später, der Nachlass von Bienefeld kam ans Damm, nämlich 2016, kuratierte die damalige Sammlungsleiterin Inge Wolf eine kleine, aber sehr feine Kabinettsausstellung mit ausgesuchten Zeichnungen des Architekten. Zur Information nochmal zu dem Nachlass. Das ist einer der größten Bestände im Architekturmuseum. Es sind 15.000 Zeichnungen, 52 Modelle und etwa 25 laufende Regalmeter Akten. Also für Kuratoren sehr schwierig, das zu stemmen, aber wir haben versucht, unser Bestes zu geben. Im Winter 2019/2020, nachdem die Entscheidung gefallen war, ein weiteres Mal diesen Schatz zu heben, stellten sich uns die Fragen, wie kann man seine Architektur heute betrachten und inszenieren? Was ist eventuell noch nicht auserzählt? Und welche Relevanz hat sein Denken heute in den 2020er Jahren? Kann ein Architekt, der zwischen 1960 und 1995 für private Bauherren nicht ganz preisgünstige Wohnhäuser gebaut und für die katholische Kirche großartige und vor allem komplexe Gotteshäuser errichtet hat, heute noch ein Ideengeber sein? Wenn man beobachtet, dass junge Architekturstudierende heute in schwer erreichbare Ortschaften, wo ich auch anfangs immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Namen hatte, in den Hunsrück und in das Bergische Land pilgern, um seine Kirchen zu besichtigen und Architektinnen ins Schwärmen geraten, wenn von Bienefelds Wohnhäusern im Kölner Umland die Rede ist, dann zeigt sich,
Bienefeld hat heute auch noch oder wieder eine Relevanz. Die Fachleute schauen, was seine Architektur kann heute für aktuelle Bauvorhaben adaptiert werden. Architektur und Bauen in einer Zeit, in der wir über die zu wenig Wohnraum, insbesondere zu wenig günstigen Wohnraum in Ballungsräumen diskutieren oder über diese Zersiedelung unserer Natur und über das klimagerechte Bauen. Nun, die Wohnbaukosten sind bereits ohne gute Architekten ins Unermessliche gestiegen. Ein Bienenfeld können sich selbst Gutverdiener heute nur noch schwer leisten. Auch so manche Architektur des späten Bienenfelds kann heute in Zeiten des Klimawandels schwerlich umgesetzt werden. Ich denke da vor allem an die wunderbare und faszinierende Bienenfeld-Ikone Haus Babanek. Dieses Treppenfoyer in Glas und Stahl ist in 39 Grad Sommern kaum vorstellbar, zumindest für mich. Aber es gibt natürlich auch ein andererseits. Und hier sind nun Bienefelds Liebe zum Detail und zur Wahl seiner Baumaterialien zu nennen. Im Mehrfamilienwohnungsbau unserer Tage ist es selbstverständlich unmöglich, dass geschulte Handwerker raffinierte Backsteinmuster aufwendig verlegen, wie sie es beispielsweise beim Haus Nagel in Wesselingen gemacht haben. Und hier setzt eine mögliche Herausforderung der heutigen Architektenschaft an. Wie könnte Bienefelds komplexes architektonisches Denken mithilfe von AutoCAD und Building Information Modeling zu moderateren Kosten umgesetzt werden? Das ist das Spannende, wie ich finde, und wird in Zukunft vielleicht zu beobachten sein. Nun zur Ausstellung. Als wir zu Beginn unserer Recherchen den Nachlass Bienefelds durchforstet hatten, also ich hatte ja schon gesagt, wie viel das ungefähr war, wir haben natürlich, gebe ich offen zu, nicht alles angeschaut, fielen mir sogleich die wunderbaren Arbeits- und Präsentationsmodelle auf. Ganz klassisch in Holz, aber auch aus Wachs oder aus Knete, Plastilin, fantastische kleine und größere Architekturskulpturen. Jahrzehntelang im Architekturbüro gelagert, sind sie durch Fingerabdrücke und Staub gekennzeichnet und haben eine ganz eigene Patina entwickelt. Die kleinen Kunstwerke haben mich fasziniert und an einen anderen Krefelder denken lassen. Die Kunst von Josef Beuys und die Modelle von Heinz Bienefeld vielleicht auch einmal eine Ausstellung wert als Kombination, aber vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt. Jedenfalls fiel uns auf, dass diese Architekturmodelle noch nie publiziert wurden und an Bienefeld-Literatur gibt es wahrlich einiges. Wir ließen also eine Auswahl der Modelle von dem Fotografen Simon Keckeisen ablichten. Auch das Plakatmotiv stammt von ihm und das große Banner am Haus draußen. Und haben diese dann mit ausgewählten Zeichnungen und Fotografien der realisierten Bauten, die Fotografen waren Konstantin Meyer und Lukas Roth, in einer neuen Publikation veröffentlicht und auch in der Ausstellung. Zu Beginn des Ausstellungsprojektes stand uns der Architekt Alfred Bremm mit Rat und Tat zur Seite. Er hat sich in den letzten Jahren in seinem Dissertationsprojekt umfassend mit Bienefelds Konstruktionsprinzip auseinandergesetzt. Einen kleinen Ausschnitt seiner Forschung finden Sie auch in der nun vorliegenden DAM-Publikation. Besonders erhellend sind die Beschreibungen der Baugenesen der Pfarrkirche St. Remaklus in Cochem, eigentlich kein Bau von Bienefeld, sondern ein Bau von Emil Stephan, aber Bienefeld war daran maßgeblich beteiligt. Und die Pfarrkirche St. Bonifatius in Wildberger Hütte. Einen weiteren Essay über Patina und das Altern von Bienefeldbauten steuerte Co-Kuratorin Kathleen Nagel bei. Die Publikation und die Ausstellung wurden anschließend von den Grafikern Arne Zieljocks und Jochen Schiffner vom Büro Feigenbaum gestaltet. Allen bislang genannten ein großes Danke für ihre und eure Arbeit. Nun möchten Kathleen und ich anhand von ein paar Beispielen kurz in die Ausstellung einführen. Ich nehme mich mal der Kirchen an. Ist ein bisschen grotesk jetzt alles, weil hier die Bienefeld-Familie sitzt und die Bienefeld-Fachleute und wir erklären jetzt den Bienefeld, aber wie gesagt, nach draußen. Ich hatte gerade schon erwähnt, St. Remaklus. 1964 bis 1968 in Cochem errichtet, war der erste Kirchenbau Bienefelds, eben noch als Mitarbeiter von Emil Stephan. Neben Gottfried Böhm
war Stefan einer seiner beiden Lehrer und Mentoren. Zwischen Mosel, wie man sieht, und Weinstöcken thront auf einem griechischen Kreuz als Grundriss die gemauerte Kirche St. Remaglos. Bienefeld hat nicht die äußere Gestalt bestimmt, aber er war maßgeblich im Inneren verantwortlich. Der Altarbereich in der Vierung und die Krypta stammen aus seiner Feder. Hier haben wir ein Modell aus Holz und Weiß getüncht. Das ist St. Willibrord, die Pfarrkirche St. Willibrord, errichtet zwischen 1968 und 1973 in Mandern-Waldweiler. Bienefeld hatte in einem Wettbewerb den ersten Preis gewonnen und wurde mit der Realisierung beauftragt. Sie sehen in dem weißen Modell aus Holz und ohne Dach eine kleine historische Kapelle, die noch vorhanden war. Und von Bienefeld mit einem unregelmäßigen polygonalen Baukörper umbaut wurde. Unregelmäßig polygonal, warum? Bienefeld beschäftigte sich intensiv mit der Umgebung und kam zu dem Schluss, das vorhandene Grundstück, also relativ einfacher Schluss, das vorhandene Grundstück komplett zu bebauen. So entstand eben dieser Grundriss. Der Altarbereich in der Mitte wird als einziger Ort mit natürlichem Licht aus einer Deckenlaterne beleuchtet. Hierzu können Sie nachher in der Ausstellung eine sehr schöne Dachaufsichtzeichnung sehen. Genau, hier ist nochmal ein Foto von der Innensituation des realisierten Baus. Wohl das entfernteste Projekt des Rheinländers lag am Kivusee in Goma, ganz im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Unter dem noch jungen Unabhängigkeitskämpfer und späteren Diktator und Schlächter Mobutu plante die katholische Kirche im gerade von den Belgiern befreiten Land die Bischofskirche St. André. Einen großen Kirchenbau für 2000 Gläubige. Bienefeld wurde 1968/69 beauftragt von dem Bistum Goma und das erklärt dann auch, warum Bienefeld aus dem Rheinland nun in die Tropen reiste und dem Freundeskreis Bistum Goma in Wesseling. In Wesseling hat er das Haus Nagel beispielsweise auch gebaut und so ist er eben in diesen katholischen Freundeskreis geraten. Also er reiste dann in den Osten Kongos zu den Vulkanbergen und analysierte dort die Stadt, die Natur, die Materialien und das Handwerk vor Ort und konzipierte daraus anschließend seinen Entwurf, einen Rundbau gemauert aus Vulkanstein. Also hier hat er nämlich nicht mit Backstein und Klinker gearbeitet, sondern mit dem dort vorhandenen Material, dem Vulkanstein. Es wurde aber nicht realisiert, unter anderem auch, weil Mobutu zugesagte Gelder wieder zurückzog und anderweitig verwendete. Hier ein ganz kleines Modell, das müssen Sie sich ungefähr so groß vorstellen, also mit dem Durchmesser 5 cm. Und hier komme ich zu einem der komplexesten Projekte von Bienefeld, nämlich die Pfarrkirche St. Bonifatius in Wildberger Hütte zwischen 1973 und 1981 errichtet. Die Entwicklung vom ersten Entwurf hin zum realisierten Bau ist perfekt in den Arbeits- und Präsentationsmodellen ablesbar. Zunächst schlug Bienefeld 1973 einen adaptierten Entwurf des Vorschlags eben von Goma, Kongo, vor. Dieser wurde aber vom Bistum Köln abgelehnt. Der Entwurf erinnere zu sehr an eine afrikanische Hütte. Man verwendete damals ein anderes Vokabular, aber Bienefeld unterbreitete er einen neuen Vorschlag, sein Präsentationsmodell eines oktogonalen Raumes. Das war nämlich dann gewünscht von der Kirche, geschützt durch ein leicht geneigtes Dach, wie man hier in dem Modell sieht. Das leicht geneigte Dach auf 4 Stützen löste Zustimmung aus im Bistum und auch in der Gemeinde. Und in der Planungsphase wurden jedoch Probleme beim Dachlastenabtrag auf nur 4 Stützen sichtbar. Schneereiche Winter im Bergischen Land hätten problematisch werden können. Umfangreiche Korrekturen erfolgten und führten schließlich
und schlussendlich zu einem weit ausragenden Dach auf 6 statt 4 Stützen. Auf 6 statt 4 Stützen gelegen. Das Entwurfsmodell ohne Dach zeigt im Plastilin die Positionen der Stützen. Hier ist dann dieses Foto dieses Plastilin-Modells. Sie sehen hier nur eine Stütze und war nämlich nur noch vorhanden, aber Sie sehen noch die Positionen. Aber der Modellrestaurator des Museums hat dann nochmal fleißig 5 Stützen nachgebaut. Sägt, gefeilt und oben sehen Sie jetzt die vollständigen Stützen. Und hier noch ein Foto der Baustelle, damit Sie so eine Vorstellung der Kirche bekommen. Jetzt das Krematorium Baumschulenweg in Berlin-Treptow. Das ist keine Kirche, aber trotzdem ein sakraler Bau. Neben einer neoklassizistischen Feierhalle aus dem Jahr 1913 plante das Land Berlin ein neues Krematorium. Ein Wettbewerb wurde ausgeschrieben und Bienefeld entwarf einen kampanileartigen Turm, ganz links im Bild, der eine Verbindung zwischen der vorhandenen Bebauung und dem neuen Komplex aus 3 Baukörpern, Krematorium, Abschieds- und Leichenhalle, schaffen sollte. Im Wettbewerbsmodell, was Sie hier sehen, hebt Bienefeld seinen Entwurf durch dunkles Holz und Metall hervor. Die vorhandene Umgebung, sieht man so ein bisschen links im Hintergrund, eben des vorhandenen Gebäudes auch, ist aus hellem Holz. Den Wettbewerb schließlich gewannen Axel Schultes und Charlotte Frank in Berlin und errichteten dann das Krematorium. Die sind in Berlin und Deutschland auch keine Unbekannten, haben nämlich beispielsweise das Band des Bundes im Regierungsbezirk errichtet. Jetzt komme ich zu dem letzten Projekt. Leider vergessen, das Foto mit reinzunehmen. Peter Schmal hatte eben schon die Bauherren begrüßt von dem Haus Heinze Manke. Wir haben aber noch einen anderen, beinahe Bauherr heute im Publikum, nämlich Herrn Protzmann, sitzen. Jetzt muss ich ohne Bild arbeiten. Ein Projekt war nämlich von Bienefeld auch das Frankfurter Projekt der St. Bartholomäusdom, der Altarbereich. 1992 1992 sollte im Rahmen der Instandsetzung des Domes von Seiten der Stadt ein kleiner Wettbewerb veranstaltet werden. Wurde ein kleiner Wettbewerb veranstaltet, aus dem Bienefeld als Sieger hervorging. Es ging nämlich um die Neugestaltung des Altarbereichs und gemäß der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils entwarf Bienefeld ein Podium für einen neuen Altar, den der Künstler Erwin Herrich gestalten sollte. Das städtische Baudezernat und der damalige Kopf des Baudezernats, Herr Protzmann, favorierte seinen Vorschlag, das Bistum Limburg steht jetzt hier noch in meinem Text, lehnte das aber ab. Eben erfuhr ich aber in der Ausstellung nicht, das Bistum Limburg hat den Vorschlag abgelehnt. Die waren nämlich eigentlich auch so ein bisschen dafür, sondern der Bischof in Frankfurt hatte das dann abgelehnt. Der Pfarrer in Frankfurt hatte das dann abgelehnt, da die Altarinsel zu weit in das Domschiff hineingeragt hätte. Es ist schade um den Frankfurter Entwurf. Sie werden ihn nachher oben auch in der Ausstellung sehen, da es leider jetzt hier nicht möglich ist. Und nun übergebe ich an meine Kollegin Kathleen Nagel. Ja, guten Abend. Mein Name ist Kathleen Nagel. Ich bin Co-Kuratorin gewesen für die Ausstellung Antike Radikal. Und ich werde jetzt in Form eines kleinen Reiseberichts Ihnen eine Auswahl der Wohnhäuser Heinz Bienefelds vorstellen. Ich bin ein bisschen... Ja, das Mikro hört man im Raum nicht. am 8. März, also in Form eines Reiseberichtes, sage ich gerade, werde ich die Häuser vorstellen. Denn am 8. März diesen Jahres haben sich Philipp und ich sehr früh am Frankfurter Hauptbahnhof getroffen, um zusammen nach Köln zu fahren, genauer gesagt nach Köln-Rodenkirchen, ein südlicher Vorort der Stadt, in dem sich 3 der Wohngebäude Bienefelds befinden, nämlich das Haus Stupp,
Das sind eigene Fotos. Also Sie sehen, das Wetter war nicht so toll und es war auch ziemlich kalt. Haus Pade, das ist ein Foto von Konstantin Meyer mit eigentlich sehr blauem Himmel. Aber, und nochmal Pade, das links ist ein eigenes Foto von dem Seiteneingang und ein Teil der Rückansicht. Und zu guter Letzt noch das Haus Heinze Manke. Die letzten beiden Häuser, Haus Pade und Haus Heinze Manke, sind auch Bestandteil der Ausstellung. Und das Haus Pade stand, als wir dort waren, gerade zum Verkauf. Es war uns leider nicht betretbar, aber wir hatten die einmalige Gelegenheit, das Haus Heinze Manke auch von innen zu sehen. Und auf diesen Besuch komme ich gleich nochmal zurück. Auf dem Plan stand eigentlich nur Rodenkirchen, wie schon gesagt, doch am Ende des Tages sollten wir die komplette Bandbreite des Bienefeldschen Hausbaus gesehen haben. Denn im Anschluss an unseren Aufenthalt im Haus Heinze Manke bekamen wir die Gelegenheit, zusammen mit Norbert Heinze noch eine kleine Bienefeld-Spritztour zu unternehmen, die sich nach jedem besichtigten Gebäude dann noch spontan verlängerte. Zunächst fuhren wir ein Stückchen wieder zurück nach Norden in Richtung Stadt zum Haus und Atelier Wuttke. Das befindet sich direkt am Rhein und besteht eigentlich aus zwei Gebäuden. Sie können jetzt hier nur den Neubau von Bienefeld erkennen, aber ursprünglich ist es ein Bestandsgebäude, ein früheres Fischergebäude, das Bienefeld zunächst sehr behutsam renovierte und dann auf dem Grundstück um einen Erweiterungsbau ergänzte. Und dieser Erweiterungsbau enthält einen einzigen Raum, nämlich ein Atelier mit kleiner Empore. Das Volumen ist auf den ersten Blick sehr einfach, aber bei genauerem Betrachten kann man sehr viele verspielte Details erkennen, zum Beispiel diesen halbrunden Turm, der lustigerweise eine Toilette enthält und ein sehr verspieltes und durchgeplantes Ziegelmauerwerk. Dann eine sehr steile Treppe, die aufs Dach führt und insgesamt enthält dieser Baukörper tatsächlich nur einen Raum. Tja, und wir waren dann eigentlich schon so auf halber Strecke zum Bahnhof und haben uns dann aber entschieden, nochmal zurückzufahren oder weiterzufahren, und zwar zurück nach Süden, deutlich weiter nach Süden, und zwar nach Wesseling. Das Haus Wilhelm Nagel in Wesseling, geplant zwischen 1967 und 1970, ist eines der bekanntesten Wohngebäude Bienefelds und ist eines der frühen Wohngebäude und rekurriert ganz typisch für diese Werkphase sehr eindeutig auf die römische Antike bzw. auf die Renaissance. Das kann man ziemlich gut an den Fassaden schon ablesen. Hier haben wir ein Foto von Konstantin Meyer, das zeigt die Straßenfassade. Man kann es aber auch ganz eindeutig am Grundriss ablesen, der beinahe perfekt symmetrisch aufgebaut ist. Man betritt das Gebäude also von innen aus gesehen rechts durch ein quergelegenes Vestibül, erreicht dann den zentralen Wohnraum, der die gleichen Proportionen hat wie das Gesamtgebäude. Und an diesen Wohnraum schließt sich dann eine Loggia an, die gleichen Maße hat wie das Vestibül, aber komplett offen ist zum Garten. Sie können auch erkennen, in den vier Ecken des Gebäudes gibt es oktagonale Räume, die sind identisch, enthalten aber unterschiedliche Funktionen. Im oberen Bereich Küche und Esszimmer, im unteren Bereich zwei Schlafräume und diese runde Störung der Symmetrie ist ein Badezimmer. Sie können oben auch ganz eindrückliche Fliesenspiegel von diesen Räumen betrachten, denn Bienefeld hat wirklich jede Fliese aufgezeichnet, jedes Mosaik. Die Gartenfassade offenbart die Bezüge zur Renaissance am deutlichsten. Die Loggia öffnet sich in der Form einer Serliana. Die ikonische Gartentreppe, die in zurückspringenden Kreisformen beginnt, setzt sich im unteren Teil als positive Zylinder fort. Auch sie hat ihre Ursprünge in Gartenanlagen der Antike und Renaissance. Der Garten ist allseitig von einer Mauer umgeben, die im hinteren Teil als doppelte Wand Garage und Abstellräume enthält. Mit dem Haus und insbesondere mit dem umfriedeten Garten schafft Bienefeld in der relativ identitätslosen Wohngegend Wesselings einen in sich gekehrten, autarken Ort, eine Art Mikrokosmos. Der Rückgriff auf die Antike geschah nicht ohne Grund. Bienefeld bereiste Italien mehrfach und studierte Ausgrabungsstätten in Rom und in Neapel, Pompeji eingehend. Und selbstverständlich war er mit den Schriften Vitruvs, Albertis und Palladius vertraut.
Und die römische Antike hinterließ zumindest östlich des Rheins ihre Spuren bis nach Nordrhein-Westfalen. Das heißt, um provinzialrömische Ausgrabungen zu studieren, musste man eigentlich gar nicht das Rheinland verlassen. Die Antike war bei Bienefeld also nicht nur eine Referenz oder ein Architekturkanon, der seinerzeit, also in den 60er Jahren, noch nicht wieder angesagt war, sondern die Antike, die römische Antike ist östlich des Rheins gewissermaßen ein vernakulärer Stil. Sie ist mit der Gegend und ihrer Geschichte verhaftet und gehört damit zur lokalen Bautradition. Spätere Zuschreibungen, das Haus Nagel sei ein frühes oder vielleicht sogar das erste Beispiel eines postmodernen Gebäudes in Deutschland, wies Bienefeld zurück. Ja, und wir standen dann eben vor dieser Straßenfassade und auch sind auch herumgelaufen und gegenüber des Hauses gibt es eine Kita und wir wurden irgendwie ganz, unser Interesse für das Gebäude wurde ganz, ganz amüsant kommentiert von zwei Mitarbeiterinnen der Kita, die zu uns sagten, das sei das am meisten fotografierte Haus ganz Wesselings. Und ich finde, die Anekdote ist amüsant, aber sie zeigt eben auch diese Verwunderung der Leute, die das Haus immer sehen und es als sozusagen im besten Sinne normal wahrnehmen und unauffällig. Also Bienefeld hat es wirklich geschafft, von Anfang an das Gebäude so in seine Umgebung zu platzieren, dass es sich einfügt und nicht vielleicht ein bisschen ein Sonderling ist, aber nicht herausfällt. Die letzte Station bildete in chronologisch korrekter Reihenfolge das Haus Babanek in Brühl. Erbaut wurde es zwischen 1991 und 1995 und chronologisch korrekt deswegen, weil es das letzte zu Bienefelds Lebzeiten fertiggestellte Gebäude war. Die Kubatur des Haus Babanek ist denkbar einfach, scheinbar. Ein Haus auf rechteckigem Grundriss mit Giebeldach. Das kann man besonders gut an den Stirnseiten erkennen. Tatsächlich aber setzt sich der Baukörper aus drei für sich genommen fragmentarischen, fast schon abstrakten Elementen zusammen, die irgendwo zwischen Moderne, Postmoderne und vielleicht auch ein bisschen Dekonstruktivismus der 90er Jahre pendeln. Und dieser Zusammenschluss lässt sich eben auch hier in dieser Queransicht sehr, sehr, sehr gut erkennen. Die Längsseiten sind jeweils entweder komplett verglast oder komplett aus Backstein. Die beiden wesentlichen Elemente, die das Haus bilden, sind zum einen ein geschlossener, gemauerter Körper, der sich nach oben zurücktreppt und der im Prinzip alle Wohnräume enthält. Abgeschlossen wird er der Gegenpart dazu wird gebildet durch eine Glasfront, die das Haus eben abschließt und ihm dann diese Form verleiht und in diesem Raum, der sich über die gesamte Gebäudehöhe erstreckt, befindet sich eigentlich nur Erschließungsfläche, das heißt die Treppen. Abgeschlossen wird das Haus durch ein asymmetrisches Giebeldach, das so ein bisschen über dem Körper zu schweben scheint und das nur so ganz, ganz leicht aufliegt. Also es wirkt fast schon so, als sei es so schnell zum Schutz aufgestellt worden auf den dünnen Stahlstützen und ruft, also zumindest meiner Meinung nach, auch wieder Assoziationen zur Antike hervor, aber eher so zu Ausgrabungsstätten. Also es wirkt wie so ein Artefakt, was gefunden wurde und oder sehr, schon sehr alt ist und oder man weiß nicht genau wie alt und dann steht ein Dach drüber. Ja, jedenfalls diese leichten Dächer auf den dünnen Stahlstützen und auch die Zweiteilung der Gebäude ist ein Motiv, das in der späteren Werkphase von Bienefeld sehr häufig auftaucht. Ein weiteres Element, das die Einfachheit so ein bisschen unterbricht oder stört, sind die Öffnungen. Nämlich sind Fenster und Türen viel höher als erwartet und deswegen wirkt das Haus, wenn man davor steht, größer, als es eigentlich, als man vorher gedacht hätte. Das kommt eigentlich selten vor, weil eigentlich denkt man auf Fotos immer, es ist größer, aber dann irgendwie bei dem eben nicht. Und ja, das Gebäude ist, wenn man dann davor steht, deutlich größer und auch deutlich komplexer, als man eigentlich angenommen hat. Ja, und es ist ich habe sie komplexe Einfachheit genannt, das ist ein bisschen verknappt und ein bisschen abstrakt formuliert, aber es ist diese komplexe Einfachheit,
die wahrscheinlich eines der Hauptmerkmale der Architektur Bienefelds ist. Sie lässt sich aber erst in ihrer Gänze verstehen, wenn man die Gebäude nicht nur von außen, sondern auch von innen gesehen hat. Darum möchte ich nun abschließend noch einmal zum Haus Heinze Manke zurückreisen. Denn das Haus Heinze Manke war das einzige Gebäude, was wir von innen besichtigen konnten. Es wurde zwischen 1981 und 1984 gebaut und befindet sich am äußersten Rand einer reinen Wohngegend im östlichsten Teil Köln-Rodenkirchens. Das heißt, an den Garten schließt sich direkt eigentlich die Auenlandschaft an, unterbrochen von einem Deich, der wurde in den 90ern gebaut. Aber man hat sozusagen den freien Blick in die Natur. Die Typologie des Hauses erinnert durch seine nach außen hin klar ablesbaren Giebel so ein bisschen an einen Vierseithof oder an ein Gebäude, das aus vier Einzelgebäuden besteht oder zusammengeschoben wurde. Tatsächlich handelt es sich bei dem Haus um ein Doppelhaus mit zwei sehr ungleichen Hälften. Ich habe hier eine Grundrissskizze von Ihnen aus gesehen. Rechts ist Süden und links ist Norden und der rechte, der breiteste Riegel ist das Haus Manke und die restlichen drei, die das U bilden, sind das Haus Heinze und gruppieren sich um einen Innenhof, zu dem sie sich auch komplett öffnen. Das Haus Manke hingegen verschließt sich gegen diesen Innenhof mit einer geschlossenen Wand und öffnet sich auf ganzer Fläche nach außen, also nach Süden. Wir konnten den Teil der Familie Heinze besichtigen und dafür danke ich Ihnen nochmal ganz herzlich. Schön, dass Sie hier sind. Das Haus Heinze folgt für sich genommen einer ebenfalls lokalen oder im norddeutschen Raum verbreiteten Typologie, auf die Bienefeld auch oft zurückgriff, nämlich das Dielenhaus. Man betritt das Haus im mittleren Teil des Us, also von Ihnen aus gesehen links, und befindet sich dann in einer Vorhalle, die gesamte Gebäudehöhe einnimmt und auch offen ist und die zugleich trennend und verbindend wirkt für die Küche und Essräume und das Kinderzimmer, was sich an der Seite der Straße befinden im Westen und die Wohnräume und Arbeitsräume und Schlafräume nach Osten zum Rhein hin, also oben. Ziegel und Pflaster, hier ist der Innenhof, genau, Sie können vielleicht links im Bild erahnen, die geschlossene Wand, das Haus Manke. Das ist ein Foto von uns, von der Rheinseite aus, also von Osten. Ein Foto von Konstantin Meyer, auch die Garten, die Rheinseite zeigend. Ziegel und Pflaster sind allgegenwärtig, sie stammen aus rheinischen Ringöfen, oder sind wiederverwendeter lokaler Feldbruchstein. Das trifft eigentlich auf alle Bienefeld-Gebäude zu. Bei dem damals schon historischen Produktionsverfahren, also dem Brennen im Ringofen, entsteht am Ziegel entstehen mehrere Schauseiten und eine Rückseite, also eine nicht so ansehnliche Innenseite, die normalerweise immer versteckt wird. Bienefeld hat es aber umgedreht. Sein Credo war eigentlich bei dem Ziegelbau Innenseite nach außen. Er hat eben genau diese uneinsehnliche Seite nach außen gedreht und weil er einfach diese stärkere Haptik sehr schätzte. Denn die raue Oberfläche erzeugt deutlichere Schatten und gibt dem Bauteil mehr Tiefe und mehr Struktur. Sie bietet Witterungseinflüssen und Abnutzungsprozessen mehr Fläche als die weniger raue Seite des Ziegels. Man kann also fast schon sagen, dass die Drehung des Ziegels so die Entstehung von Alterungsspuren und von Patina eigentlich fast schon forciert oder zelebriert. Die Wände der Innenräume sind weiß geschlemmt, Fenster und Türrahmen aus Holz unbehandelt, Brüstungen und Einbauten häufig aus Metall. Jedes Bauteil und jedes Detail, jedes Fenster, jedes Regal, jede Stromleitung wurde von Bienefeld entworfen und minutiös durchgeplant. Selbst Türzylinder treten nach außen und sind sichtbar. Also sie sind auch sichtbar belassen, das hatte ich gerade im ersten Satz nicht gesagt. Also jedes Detail bleibt sichtbar, selbst der Türzylinder. Entwurf und Materialwahl enden bei Bienefeld also nicht bei dem Offensichtlichen, sondern sie sind auch dann von Bedeutung, wenn das Bauteil eigentlich fast unsichtbar ist.
Am Haus Heinze Manke wird deutlich, wie viel Wert Bienefeld auf eine Aufrichtigkeit von Material und Konstruktion legte. Allerdings bietet diese Offenlegung der Bauteile und ihrer Materialien auch Angriffsfläche, nicht nur für Spuren von Verschleiß. Denn in dem Detailreichtum offenbaren sich ein bis ins Kleinste durchdachter Entwurf und handwerkliches Können, aber auch Fehlbarkeit und Unregelmäßigkeiten. Seine Bauten dokumentieren Bienefelds eigene Entwicklung und er lernte mit jedem Projekt dazu. Das ist eine eigene Aufnahme von der Straßenseite. Man sieht hier auch ein Charakteristikum vieler seiner Wohnbauten, nämlich dass die Pflasterung sich als Vorplatz noch auf dem Boden fortsetzt. Das heißt, das Haus steht wie auf einem, nicht auf einem Sockel, aber dieses aus dem Boden wachsen wird nochmal unterstrichen. Heinz Bienefeld sah sich weder als der Moderne noch der Postmoderne zugehörig. Seine Bauten sind dennoch, würde ich sagen, zeit- und alterslos. Das liegt zum einen an seinen Entwürfen, die sich über die Zeit zwar wandeln und sich möglicherweise auch subtil dem Zeitgeist anpassen, die aber auch immer eine Eigenständigkeit behalten und schwer kategorisierbar sind. Zum anderen liegt es aber auch in den verwendeten Materialien. Insbesondere der Ziegel, aber auch Holz und Metall halten Spuren der Abnutzung nicht einfach aus, sondern sie werden eigentlich durch die Entstehung von Patina noch bereichert. Bienefeld, das kann man ohne Zweifel sagen, war interessiert an Einfachheit, an Klarheit und an Aufrichtigkeit. Er interessierte sich für Baugeschichte und für Archetypen, für das Handwerk und für Architektur, die sichtbar von Menschen und für Menschen gemacht wurde, die verstanden und instand gehalten werden kann. Von diesen Grundsätzen ließ er niemals ab, auch unter schwierigen Bedingungen oder mit knappem Budget nicht. Sie gelten für Haus Nagel ebenso wie für das Haus Babanek, das ein Vierteljahrhundert später gebaut wurde. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Kathleen Nagel, Philipp Sturm, meine Damen und Herren, die Ausstellung ist eröffnet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.